So, ja, ich bin's mal wieder. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich einen Podcast aufgenommen habe, vor allem alleine. Der letzte war über, lass mich nicht lügen. Der 10. Podcast war zusammen mit Carsten über Black Desert Online. Und der 11. Podcast war in dem Sinne ein Spezialpodcast. Da ging es um Life is Strange. Und mein sehr relativ emotionales, also nicht sehr, sondern eher emotionales Feedback. Beziehungsweise, ja, meine Konklusion des Ganzen. Heute möchte ich allerdings wieder, da ich jetzt gerade ganz allein bin, auf ein Thema zu sprechen kommen, das auch, glaube ich, nicht so lange anhalten wird. Allerdings, ja, schauen wir einfach mal. Also wie immer ist es relativ spontan. Ich versuche es so interessant wie möglich zu gestalten. Ja, was ist das Thema? Naja, man kann es ja jetzt schon so im Hintergrund erahnen. Es geht um die Serie Homeland. Und ich werde immer wieder gefragt, irgendwie, wenn ich so in anderen Streams schreibe, irgendwie, ja, heute Abend, weil es ist ja wieder Sonntag und heute Abend kommt dann kommen die 7. und die 8. Folge von Staffel 5 von Homeland. Also ganz frisch in dem Sinne im deutschen Free TV. Und ich werde halt immer gefragt, ja, was findest du eigentlich an dieser Serie? Warum findest du die eigentlich so gut? Und ja, ich habe da zwar schon viel zu geschrieben auf meinem Blog, allerdings ist es ja heutzutage so, dass viele sich das irgendwie lieber so audiomäßig anhören wollen. Von daher, hier bin ich und ich hoffe, dass es interessant sein wird. Also, worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass mich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube schon bald 4 Jahren oder so, auf jeden Fall schon relativ lange, eine Serie so fasziniert, wie es eigentlich noch nie zuvor in meiner persönlichen Serienhistorie vorgekommen ist. Hört sich jetzt total groß an. Damit will ich sagen, viele Serien haben mich begeistert, viele Serien haben mich irgendwie auch immer wieder zum Nachdenken gebracht. Aber es schafft einfach nur eine Serie, mich halt so in den Bann zu ziehen. Und vielleicht ist das bei vielen anders. Vielleicht sagen jetzt einige, ja, aber Breaking Bad, das darf ich überhaupt nicht außer Acht lassen. Oder Game of Thrones. Oder irgendeine andere Serie. Das kann alles sein. Aber ich persönlich habe für mich seit einiger Zeit das Fazit gezogen. Oder habe selbst das Fazit in dem Sinne erbracht, dass Homeland die Serie ist, die zu mir, meinen Interessen und einfach meiner Art von Serien, die ich am liebsten schaue, am besten passt. So. Und warum das der Fall ist, möchte ich in diesem Podcast klar machen. So, und der erste Teil des Podcasts wird sich in dem Sinne um Homeland an sich und um die Faszination darum drehen, ohne hier zu spoilern. Ich versuche wirklich nicht zu spoilern. Der zweite Teil des Podcasts wiederum wird sich mit der jetzigen Staffel auseinandersetzen und ist natürlich dann eben nicht spoilerfrei. Es sollte klar sein, weil es geht jetzt um das, was gerade passiert. Und wie ich darüber denke. So. Gut, kommen wir jetzt aber erstmal zum allerersten Teil. Warum begeistert mich diese Serie? Und was ist so faszinierend an Homeland? Naja, ganz einfach, Homeland ist eine Serie, die meiner Meinung nach sehr, sehr vieles richtig macht. Und die Mischung aus unfassbar gut geschriebenen Charakteren, sehr, sehr guter schauspielerischer Leistung, einem sehr interessanten Setting und teilweise sehr realitätsnahen Themen hat mich von Staffel 1 an eigentlich immer mehr fasziniert. Also in der ersten Staffel, ja, war ich schon relativ gehypt, in der zweiten Staffel war ich weitaus mehr involviert in die Serie, in der dritten Staffel hat sie mich in dem Sinne komplett bekommen. In der 4. Staffel, ja, die war gut. Allerdings muss man sagen, für mich im Moment sind die ersten Folgen der jetzigen Staffel 5 besser als mindestens die erste Staffel an sich. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Serie sich neu erfinden kann, dass sie nicht auf einer Stufe stehen bleibt, sondern es ist eben was sich weiterentwickelt, wo man Evolution entdeckt. Und wo man einfach von ausgehen muss, diese Serie kann sich einfach immer noch ein Stück neu erfinden. Und ich glaube einfach, dass selbst wenn noch zwei, drei neue Staffeln kommen, diese Serie schafft es immer wieder, mich persönlich, ich kann ja immer nur von mir sprechen, mich persönlich einfach so zu begeistern, dass ich auch in den nächsten Jahren da immer noch dran
festhalten werde. Und es gibt viele Serien, wie zum Beispiel, was soll ich sagen? Tja, welche Serie? Ah, Homeland ist halt wirklich schon ein besonderes Beispiel. Ich würde mal sagen, vielleicht 24. Also die ersten 24 Staffeln waren unfassbar genial für mich, aber so am Ende, so die sechste Staffel, war der reinste Schwachsinn meiner Meinung nach, und danach wurde es wieder ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen habe ich zumindest bei 24 immer so ein bisschen auf und ab erlebt. Und bei Homeland geht die Kurve fast immer nur steil nach oben. Und ich habe im Moment nicht einmal irgendwas entdeckt, was mich daran zweifeln lassen könnte. Von daher, ich halte daran fest, ich bin davon überzeugt, dass diese Serie auch auf lange Sicht weiterhin so überragend sein wird. Aber gut, jetzt habe ich schon viel zu viel gesagt. Worum geht es denn überhaupt in Homeland? Denn es gibt ja Leute, die überhaupt nicht wissen, was überhaupt die Serie ist. Ohne dass ich spoilere, handelt Homeland davon, was es bedeutet, Teil des sogenannten War on Terrorism zu sein, also des sogenannten Krieg gegen Terrorismus oder Antiterrorismusbekämpfung, wenn man so möchte. So, und das Ganze geschildert aus verschiedenen Blickwinkeln. Und der wichtigste Blickwinkel ist nun mal die eigentliche Hauptdarstellerin, wo ich früher von gedacht habe, ach ja, die ist ja eigentlich eher so, ja, so Nebendarstellerin, oder zumindest gibt es auf jeden Fall noch einen guten Gegenpol. Nein, also spätestens in der fünften Staffel weiß man, der Hauptprotagonist in der Serie ist Claire Danes, aka Carrie Mathison. Und Claire Danes spielt eine CIA-Agentin, die in dem Sinne komplett drin ist in diesem Krieg oder in dem Kampf gegen den Terrorismus oder in der Terrorismusbekämpfung, wie man es auch ausdrücken möchte. So, und das eigentlich Überragende an der Serie ist jedoch, und das unterscheidet sie eben zum Beispiel von 24, dass diese Serie von Anfang an zwar patriotisch teilweise rüberkommt, aber in vielen Dingen sehr, sehr viele Fragezeichen aufwirft. Und eben auch in vielen Dingen ziemlich kritisch damit umgeht. Zwar denkt man immer wieder, ja, okay, da gehen sie vielleicht ein bisschen zu weit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr pro US-Seite, aber es gibt halt auch immer wieder Szenen, wo man denkt, okay, also hier stellt sich Homeland schon die Frage, ist denn das, was Teil dieses sogenannten War on Terrorism ist, ist das vertretbar oder ist das irgendwie ethisch oder moralisch verwerflich, ohne es wirklich zu, also ohne irgendwie hier eine Beurteilung durchführen zu wollen oder zu müssen. Die Serie zeigt einfach nur verschiedene Blickwinkel auf. Und es ist meiner Meinung nach eine Aufgabe des Zuschauers zu entscheiden, was letztlich für einen selbst in dem Sinne mehr zutrifft. So, letztlich handelt eben 24 von dieser CIA-Agentin, und die ist eben Teil des Terrorismus. In der ersten Staffel geht es darum, und das ist in dem Sinne die absolute Basic, also die Basis allen, was danach kommt. Von daher muss man das ansprechen. Es geht eben darum, dass es eine Warnung gibt. Diese Warnung erhält sie, als sie in dem Sinne getarnt ist. Ich meine im Irak damals, ja, das müsste der Irak-Einsatz gewesen sein. Und auf einmal erhält sie halt die Information, dass irgendjemand, der früher Teil der US Marines war oder auf jeden Fall ein ziemlich hohes Tier innerhalb der US-Armee, dass der in dem Sinne has been turned, also umgedreht worden ist. Was bedeutet das? Der wurde damals von den Taliban, ich glaube, es waren Taliban, kann auch Afghanistan gewesen sein, genau weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall wurde er von Terroristen halt festgenommen. Über Jahre wurde er in dem Sinne eingekerkert, und auf einmal wird also dieser mögliche Terrorist, dieser sogenannte Nicholas Brody, so ist der Name, ja, wird auf einmal gefunden von der Armee, und das ist natürlich auf Seiten der US-Regierung ein riesig großer Pluspunkt, denn die Kritik auch innerhalb der Innenpolitik der USA hat in dem Sinne immer zugenommen. Von daher war es natürlich was richtig Großartiges zu sagen, guckt mal hier, wir haben einen früheren, wie soll man das sagen, Armee-Beschäftigten, wie auch immer, also einen der unseren Armee, den haben wir wiedergefunden, und der kommt zurück in sein Heimatland, in die USA. So, und das ist natürlich
zwar für die Regierung an sich was sehr Positives, allerdings hat diese Claire Danes, also von Claire Danes gespielte Carrie Mathison, rausbekommen, dass mit diesem Mann irgendwas nicht stimmt. Nicholas Brody kommt eben in die USA und alles, was sich in der ersten Staffel jetzt entwickelt, dreht sich um die Frage, ist dieser Nicholas Brody ein Terrorist oder ist er keiner? Ohne ihr spoilern zu wollen. Und um rauszufinden, ob jetzt dieser Nicholas Brody wirklich ein Umgedrehter ist, also wirklich, ob er wirklich von Terroristen umgedreht worden ist, um in den USA eine terroristische Attacke in dem Sinne durchzuführen, also einen Anschlag, das ist das, was der Zuschauer Teil der ersten Staffel rausfinden muss. Und schon innerhalb der ersten Staffel ergibt sich in dem Sinne eine sehr interessante Beziehung zwischen Carrie Mathison und Nicholas Brody. Und diese Frage, ist es jetzt ein Terrorist oder nicht, wird in dem Sinne weiterhin, also sie schwebt über der Serie. Über der ersten Staffel schwebt diese Frage, was ist mit Nicholas Brody? Und Nicholas Brody, dadurch, dass er immer mehr auch zum Teil, so blöd das klingt, zu einem Teil des Lebens von Carrie Mathison wird, der verändert in dem Sinne auch so ein bisschen die Wahrnehmung des Zuschauers, also zumindest meine Wahrnehmung. Denn ich war relativ sicher, dass dieser Mann ein Terrorist ist. Und es ging mir nur darum, die Staffel zu verfolgen, um rauszufinden, dass ich recht habe. Wie es ja oft so ist, ich liebe so Serien, dass man so ein bisschen eben Teil des Geschehens wird und darüber dann eben selbst eine Entscheidung treffen muss. Weil man das Gefühl hat, ja, der ist Terroristen, Komma, weil. Und dann malt man sich halt so Argumentationspunkte aus, die zutreffen könnten. Oder er ist kein Terrorist, Komma, weil das und das eben nicht zutrifft. Und es gibt halt schon erst in der ersten Staffel immer wieder Hinweise darauf, dass er einer ist. Und dann wiederum gibt es sehr große Fragezeichen, warum es eben vielleicht dann doch nicht der Fall ist. Und Homeland schafft etwas, was ich in all den Jahren, ich habe verschiedene Serien geschaut, aber vor allem 24 ist eben das beste Beispiel dafür, weil es in eine ähnliche Richtung geht. Da geht es auch um die CTU, also eine Terrorismusbekämpfung. Und Jack Bauer, die Hauptfigur, ist jemand, der in dem Sinne alles für sein Vaterland tut, für die USA und damit eben auch wirklich jede mögliche Aktion durchführt. Ob das jetzt ethisch oder moralisch verwerflich ist, es ist ihm letztlich egal, weil er immer wieder argumentiert, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht's keiner, also ich mache den Job, den man tun muss, um die USA zu schützen. Ja. Aber Homeland geht, wie gesagt, in eine etwas andere Richtung. Denn Homeland zeigt auf, was es bedeutet, Teil dieses Systems zu sein. Zum einen Teil der CIA, weil es ja eine CIA-Agentin ist. Zum anderen eben auch, was denn auch die Auswirkungen sowohl auf die Involvierten, das heißt, vielleicht die Familie von Nicholas Brody, er hat eine Tochter, seine Frau, die haben ihn ja jahrelang nicht gesehen, seine Freunde, seine Eltern. Aber eben auch, was es bedeutet, zum Beispiel aus Sicht von Carrie Mathison, Teil dieses Systems zu sein. Wie hat man Freunde? Was hat man für Freunde? Fühlt man sich überhaupt sicher? Fühlt man sich wohl in der Gesellschaft? Fühlt man sich überhaupt noch Teil der Gesellschaft? Und hier ist eben wichtig, dass von Anfang an klar wird, dass Carrie Mathison eben auch eine psychische Krankheit hat oder zumindest eine psychische Disposition eben vorliegt. Und deswegen nimmt sie sehr starke Tabletten, sehr starke Medikamente und man fragt sich eben auch oft, ob sie dann eben letztlich eben in der entscheidenden Situation wirklich zurechnungsfähig ist oder nicht. Das heißt, die Serie schafft es sehr gut, immer mehr ein Stück von den Protagonisten und vor allem von der Protagonistin Carrie Mathison, also überragend gespielt von Claire Danes, eben preiszugeben. Und von daher lernt man halt immer ein bisschen mehr darüber kennen. So, und nach Carrie Mathison und Nicholas Brody lernt man den nächsten großen Charakter kennen und das ist in dem Sinne Saul Berenson. Ich habe es nie ganz verstanden, aber es ist wohl ein Jude. Ich glaube, es ist auch ein Amerikaner. Das ist nie so richtig klar geworden. Auf jeden Fall ist er schon seit Jahrzehnten Teil der CIA und ist eben auch schon immer Teil der Terrorismusbekämpfung gewesen. Und da, wie gesagt, Irak, Syrien und so weiter, auch in den nächsten Staffeln, Iran. Es geht letztlich eben ganz klar um den Nahen Osten, um Nordafrika. Das heißt, es geht einfach darum, was die USA
tut, um den Nahen Osten in dem Sinne zu befrieden oder hier irgendwelche Veränderungen durchzuführen. Das heißt, den Nahen Osten und Nahostpolitik und auch die Frage, wie sind die Beziehungen zum Beispiel zu Staaten wie Israel, zu Russland, zu Syrien, zum Irak, zu Afghanistan, zu Pakistan und so weiter. Das ist das, was sich halt auch in den nächsten Staffeln immer mehr herausstellt. Und wie gesagt, Saul Berenson ist eben ein Charakter, der von einem etwas älteren Mann halt gespielt wird, aber auch überragend gespielt. Also ich glaube Parkinson. Ich weiß nicht genau jetzt den Schauspielernamen, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall sehr, sehr starke schauspielerische Leistung, genau wie Claire Danes, genau wie Damien Lewis, der den Nicholas Brody spielt. Naja, und der ist dann sowas wie der Mentor von Karen Matheson. Das heißt, er ist der Vorgesetzte, aber sie sind in dem Sinne teilweise eben auch ein sehr gutes Team, teilweise sehr freundschaftlich. Und auch dieses Verhältnis verändert sich im Laufe der Staffeln. Das heißt, es geht immer wieder darum, in dem Sinne, wie weit darf denn Carrie Mathison dann wirklich gehen? Wo ist denn irgendwo eine Grenze? Und vor allem ist immer die Frage, wie weit darf sie auch für sich gehen, ohne dass sie dann irgendwie und dass ihre psychische Krankheit sie halt immer weiter fertig macht. Und man sieht schon sehr früh in der Serie, dass diese Frage, wie weit sie gehen darf, sie sehr belastet. Und sie fühlt sich eben auch oft sehr, 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 sehr einsam, sehr teilweise auch von der Gesellschaft so ein bisschen im Stich gelassen. Zu ihrer Schwester hat sie zwar ein sehr familiäres Verhältnis, auch zu ihrem Vater, aber sie ist dann trotzdem immer noch sehr auf Distanz und ja, es ist etwas, was auch nicht einfach zu spielen ist, glaube ich. Also es zeigt einfach eine teilweise sehr gebrochene Frau, die aber immer wieder dann, wenn es drauf ankommt, irgendwie ihr eigenes Schicksal hinten anstellt und immer wieder sagt, ja, ich tue das ja aus Überzeugung oder für meine Familie oder für mein Land, wie man es auch nennen möchte. Oder eben auch hinterher für bestimmte Charaktere. Und die andere große Persönlichkeit neben Carrie Mathison, neben Nicholas Brody und neben Saul Berenson ist ja eigentlich Peter Quinn. Und das ist in dem Sinne hinterher ich weiß gar nicht, ob in der ersten Staffel schon vorkommt, ich glaube erst später, aber auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten Staffeln ist das ein Charakter, der auch sehr viel schon erlebt hat und eben auch ein absoluter Profi ist in dem, was er tut, eben teilweise auch wirklich ja, sehr viel durchgemacht hat und ja, dieser Charakter ja, bildet auch hinterher ein sehr gutes Team eben zusammen mit Carrie Mathison und er auch gerade in den letzten Staffeln gibt eben auch sein alles, was er geben kann für bestimmte involvierte Persönlichkeiten. Und auch hier ist ja die Frage, wie weit ihn das mitnimmt. Und gegen Ende der letzten Staffel, also der Staffel 4, ist eben genau diese Frage wieder im Raum. Kann er das überhaupt noch durchführen? Kann er mit so einem Leben, was die CIA teilweise auch von ihm verlangt, teilweise dieses sehr unpersönliche, dieses auch Mittel zum Zweck, kann er damit überhaupt auch noch klarkommen? Es ist nicht so, dass er jetzt auch eine psychische Krankheit hat wie Carrie Mathison. Allerdings, ja, es belastet ihn. Und auch Saul Berenson belastet seinen Job. Auch seine Frau hat darunter zu leiden. Und dann ist es da auch nicht besonders einfach, was so die Beziehung anbelangt. Das heißt, all die Charaktere, die Teil dieses Systems sind, dieses Systems Krieg gegen den Terrorismus, die versuchen einfach ihren Job zu machen, aber trotzdem merken sie eben auch, dass dieses, was 24 eben sehr gut suggeriert, irgendwie, ja, aber letztlich, Jack Bauer, der kann alles, ist so wie Superman und wenn es sein muss, dann macht er Dinge, die man nicht machen darf, aber ja, man kann das ja wieder so verkaufen, es muss gemacht werden, von daher Jack Bauer ist eben dann da. Und Homeland kommt eben nicht an mit dieser erstens moralischen Keule. Homeland zeigt eben oft nur viele Situationen auf und lässt einem Zuschauer eben entscheiden, ist das jetzt in Ordnung? Kann man die Charaktere verstehen? Würde man vielleicht ähnlich so handeln? Und da diese Offenheit, dieses sehr von den Personen in dem Sinne immer mehr
Rauszufindende, sage ich mal. Also sprich, dass man immer mehr Teil dieser Geschichte wird, oder dieser Storyline und diese Settings. Das ist eben etwas, was den Zuschauer, also zumindest mich irgendwie immer mehr eben auch in den Bann gezogen hat. Das heißt, wo am Anfang die Distanz zu einem Charakter wie Carol Matheson noch extrem groß ist und wenn man sich teilweise eben auch sehr, sehr weit weggefühlt hat als Zuschauer, ist das gegen Ende vor allem der dritten Staffel, aber jetzt auch Anfang der fünften Staffel ganz anders geworden. Man ist viel mehr Teil des Ganzen. Man weiß viel mehr, warum sie jetzt so denkt, warum sie so handelt. Man weiß, warum ihr das gerade so schwer fällt. Man weiß auch, warum ihre Familie so darunter leidet. Man weiß aber eben auch, dass es eben teilweise gemacht werden muss, denn vieles, was Homeland eben darstellt, ist letztlich ein Abbild unserer Gesellschaft oder zumindest unserer heutigen Welt. Und diese Terrorismusbekämpfung wird eben teilweise sehr, sehr realitätsnah dargestellt. Und gerade die vierte Staffel zeigt irgendwie in schon fast erschreckender Art und Weise auf, was es denn bedeutet, Teil dieses Geschehens zu werden. Und nicht nur Teil der CIA zu sein oder wie in der ersten Staffel Nicholas Brody, dass er theoretisch ein Terrorist ist oder nicht und ob er jetzt mit Terroristen zusammenhängt oder nicht, sondern eben auch, dass vielleicht teilweise sehr, ja, wie soll man es sagen, völlig von dem System in dem Sinne unterschiedliche Personen, dass sie auf einmal trotzdem in diesen Sog reingezogen werden und auch da nicht mehr rauskommen und dass teilweise dann auch das eigene Leben auf dem Spiel steht, obwohl sie da eigentlich nichts mit zu tun haben. Das heißt, diese Grenze, wie weit dieser Terrorismus und vor allem die Terrorismusbekämpfung geht, das ist das, was halt immer über der Serie schwebt. Und das bleibt halt nie verborgen und das wird teilweise auch extrem stark. Und es gab gerade in der vierten Staffel Szenen, die konnte man, so blöd es klingt, man konnte da nicht wirklich mit klarkommen. Sie hat einen teilweise eben schon das Herz zerreißen lassen. Das hört sich alles so melodramatisch an und erinnert auch so ein bisschen an irgendwie mein Fazit zu dem Spiel Life is Strange. Aber genau wie Life is Strange extrem emotional teilweise wird, ist eben auch Homeland überragend darin, genau diese Emotionen eben zu zeigen. Es wird gezeigt, dass auch CIA Angestellte, die total trainiert sind, die auch teilweise auch wie Maschinen handeln müssen, die in dem Sinne auch ganz klar aufgesagt bekommen, was sie zu tun haben, dass auch die in dem Sinne irgendwann dann vielleicht daran zweifeln, dass auch die sich fragen, ist das denn noch letztlich das, was mein Leben ausmacht? Möchte ich das überhaupt noch? Oder möchte ich von diesem ganzen Scheiß wegkommen? Und diese Frage irgendwie, kann man das vielleicht doch aufgeben? Das ist das, was eben Staffel 5 dann aufnimmt. So. Und gerade das ist auch die absolute Stärke der ersten Folgen der fünften Staffel, denn man merkt einfach, dass dieses CIA und all das, was dazugehört, das ist einfach sehr, sehr zermürbend. Und die Charaktere, auch das Setting, das wird alles viel, viel diffuser und gar nicht mehr so einfach zu durchblicken. Und das wiederum macht es halt unfassbar spannend. Und ja, das ist vor allem das, was mich persönlich fasziniert. So. Also das ist jetzt erstmal sehr lange ausgeholt. Ging jetzt erstmal um die Charaktere. Das andere Großartige an der Serie, wie ich finde, ist die Tatsache, ja, dass diese Distanz vom Zuschauer im Hinblick auf die Charaktere eben immer mehr abnimmt. Also ich habe das Gefühl, dass am Anfang die Distanz riesig war. Man hat auch oft dann gespürt, irgendwie, ja, man guckt gerade eine Serie und wenn die Folge jetzt rum ist, dann, ja, dann wartet man halt bis zur nächsten Folge. Aber die Serie hat es geschafft, dass man, wenn man wirklich, so blöd das klingt, irgendwie dieser Sucht verfällt, dieser Sucht Homeland oder dieser Faszination, man muss es ja nicht immer negativ ausdrücken. Naja, dass man dann irgendwie auch immer mehr diese Distanz verliert, dass man auch immer mehr Teil des Ganzen wird. Und wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe, das ist vor allem unfassbar motivierend. Das verleitet dazu, die nächste Folge nicht nur sehen zu wollen, sondern sehen zu müssen. Man hat teilweise einen Verlangen, unbedingt wissen zu wollen, wie es weitergeht. Man hat auch teilweise
das Verlangen überhaupt, sich selbst so ein Bild zu machen. Und teilweise ging es bei mir sogar schon so weit, dass wenn die Pause war, also ich habe es ja immer im Free TV gesehen, also im deutschen Fernsehen, und wenn die Pause war und ich habe nebenbei noch bei WhatsApp geschrieben, dann habe ich mir auch schon so Gedanken gemacht, irgendwie, okay, was bedeutet das jetzt für die Hauptstory? Was könnten die Hauptdrahtzieher sein? Wer steckt im Ganzen dahinter? Und dieses irgendwie, ja, worum geht es letztlich? Was ist das Haupt des Ganzen? Wie weit könnte das noch fortschreiten? Was für negative Konsequenzen könnte es noch geben? Welche Charaktere könnten noch involviert sein? Was bedeutet das vielleicht für das gesamte Setting? Also gerade für die Nahostpolitik? Hat es da irgendwelche Auswirkungen oder nicht? Und ja, diese Distanz, dieses, ja, ich schaue einfach nur eine Serie, das ist halt immer weniger geworden. Und gerade erst gestern habe ich irgendwie ein Video über Virtual Reality gesehen und mir ist irgendwie klar geworden, naja, wenn es möglich wäre, dass Virtual Reality einem ermöglichen würde, nicht nur was das Gaming angeht, sondern irgendwie auch noch mehr Teil von solchen Serien zu werden oder solchen Filmen. Ja, also ich meine, es gibt ja schon 3D, aber ich finde schon, dass es noch ein bisschen noch ein Unterschied ist. Also gerade wenn man vielleicht irgendwann, wenn Serien soweit sind oder auch diese Technologie soweit ist, dass Serien eben weiter sind oder Filme weitergehen, dass man als Zuschauer wirklich Teil des Ganzen ist und zwar auch überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Das ist halt die Frage, ob man das überhaupt möchte. Möchte man diese Distanz komplett verlieren? Möchte man nicht 90 Minuten sehen und dann wieder abschalten können oder möchte man irgendwie da reingesogen werden? Und diese Frage, die wird sich im Laufe der nächsten Jahre auf jeden Fall stellen, denn ich glaube, Virtual Reality bezieht sich eben nicht nur auf Gaming, sondern hat eben unfassbar große Möglichkeiten. Aber das kann man natürlich auch negativ sehen. Möchte man einer solchen Serie verfallen? Möchte man überhaupt, dass man teilweise dann diese Distanz überhaupt nicht mehr spürt? Schwierig auf jeden Fall. Aber bis jetzt merke ich, dass obwohl diese Distanz am Anfang da wird, dass diese Dis oder da war, die Distanz nimmt halt immer mehr ab. So. Und das ist neben den Charakteren für mich ein weiterer, zweiter großer Punkt, warum ich von dieser Serie so fasziniert bin. Der dritte große Punkt ist meiner Meinung nach einfach das, was das Setting angeht. Das ist, in vielen Dingen ist es genau unsere Welt. Es ist der Nahe Osten, es ist teilweise Taliban, der IS. Fragen von wo greift jetzt die US-Politik wieder ein? Fragen wie zum Beispiel Syrien, wie sieht es da mit Assad aus? Oder auch mit Israel, inwieweit sieht der Konflikt zwischen Israel und Iran aus? Und was macht ihnen letztlich in dem Sinne, ja, was erschwert ihn auch? Und das, was halt im Moment unsere Innenpolitik, zum Beispiel in den USA, die Innenpolitik oder auch hier die deutsche Innenpolitik, das kommt vor allem in der fünften Staffel zum Tragen, aber vor allem die US-Innenpolitik und sonst eben eher die Weltpolitik, das Weltgeschehen oder eben die Nahostpolitik. Und das alles ist eben so nah dran. Es gibt natürlich wieder irgendwelche Veränderungen oder bestimmte Unterscheidungen. Man hat eben, es passiert in Homeland etwas, was in der echten Welt bis jetzt noch nicht passiert ist. Also dass zum Beispiel Israel militärisch gegen Iran vorgeht. Das hat es so in der Art und Weise im Moment in der Welt noch nicht gegeben. Aber es ist sehr, sehr nah dran. Und dadurch ist es eben auch ein bisschen schwierig, ja, auch rauszufiltern, wo ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen dem, was wir im Moment erfahren und wo ist die Serie? Auch hier ist diese Unterscheidung, diese Wand dazwischen, die das trennt, ist nicht wirklich gegeben. Also in vielen Fällen vergisst man das auch. Man denkt irgendwie, okay, man sieht jetzt einen IS-Terroristen oder einen Taliban und so weiter. Und man vergisst, dass das jetzt einfach nur eine Serie ist, sondern man denkt irgendwie, ja, das könnte auch genau so, könnte das gerade in Afghanistan oder wo auch immer stattfinden oder im Iran zum Beispiel. Und das ist mal ein sehr großer Pluspunkt, was eben auch dann teilweise auch die größeren Rahmenbedingungen eben auch zeigt. Und gerade wenn man politisch nicht motiviert, sondern interessiert ist, vielleicht auch motiviert, dann nimmt einem das in dem Sinne halt noch mehr ein. Dann fällt man noch mehr, ja, wird man noch mehr Teil dieser Serie oder dieses Komplexes, wenn man so möchte. Gut,
Dann, ja, der vierte Punkt, Faszination Homeland. Ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass es auch eben vor allem diese psychische Krankheit ist, die Carrie Mathison einfach ausmacht. Und ich persönlich kann mich an keine Serie erinnern, wo man einen Charakter, einen Hauptcharakter hatte und man versteht ihn einfach so, weil er eben auch einfach gerade eben psychisch erkrankt ist und weil er dagegen versucht anzukämpfen. Sie nimmt halt Medikamente dagegen, aber oft helfen diese Medikamente nicht. Oder, und das ist jetzt kein richtiger Spoiler, so also ein bisschen geht es in die Richtung, aber manchmal ist es eben auch notwendig, dass sie sich dieser Krankheit hingibt, weil sie dadurch dann für diesen einen Moment, vielleicht für diese eine Situation, für das, was gerade eben gemacht werden muss, weil sie das in dem Sinne gerade benötigt. Und dann ist vielleicht auch für sie ist wichtig, dass sie sich in dem Sinne voll hingeben kann, mit all den negativen Auswirkungen, die es eben letztlich auch für ihre Gesundheit in dem Moment bedeutet. Aber auch hier ist eben oft wieder dieser Aspekt, dass Carrie Mathison eben oft dann auch ihr eigenes Leben oder ihre eigene Gesundheit oder auch ihre eigene gesellschaftliche Existenz in dem Sinne auch aufgibt. Und gerade die fünfte Staffel versucht eben noch mehr in diese Richtung zu gehen. Carrie Mathison ist jemand, die Teil der CIA ist, die ihren Job macht, aber in vielen Fällen geht sie eben weiter, als nur ihren Job zu machen. Und das ist etwas, was halt gerade diese psychische Krankheit, das ist etwas, was gezeigt werden sollte in der heutigen Zeit meiner Meinung nach, aber es ist nicht einfach zum Zuschauen, da bin ich ehrlich. Also es ist so eine Mischung aus, das ist sehr gut, dass sie das so thematisieren und dass das auch immer wieder dann bestimmte Situationen in Frage stellt oder verändert. Und dennoch fragt man sich manchmal, naja, hätte denn diese Thematik mit der psychischen Krankheit, hätte die sein müssen oder hätte man sie vielleicht auch als Seriensteller oder jemand, der für die Serie zuständig ist, für das Setting, für die gesamte Storyline, ist das denn wirklich notwendig gewesen? Das ist eben die andere Frage. Aber gut, also nochmal zur Erinnerung, da ich jetzt bestimmt schon wieder ein paar Minuten gesprochen habe. Also diese Faszination ergibt sich auf jeden Fall aus den Charakteren, die ich so ein bisschen beschrieben habe. Dann eben aufgrund, dass diese Distanz eben nicht so vorhanden ist, wie man es vielleicht gewohnt ist, wie man es vielleicht in einigen anderen Serien hat. Und als drittes eben ja auch die Krankheit, die psychische. Ja, und ich glaube, ich hatte noch einen vierten Punkt, fällt mir gerade nicht so wirklich ein. Aber letztlich kann man das auch nicht so wirklich trennen. Man kann nicht sagen, ja, dieser Punkt, der spricht jetzt dafür oder das ist der große Pluspunkt der Serie. Ich würde einfach sagen, dass der große Pluspunkt der Serie einfach diese Mischung ist. Diese Mischung aus einem sehr guten Setting, sehr realitätsnah, einer Thematik, die teilweise sehr, sehr anstrengend ist und einem sehr schwierigen und teilweise auch belastenden Themenkomplex. Und vor allem eben, und das ist vielleicht das Größte überhaupt, dass diese Distanz halt immer mehr zurück geht. Also, dass man immer mehr versucht, auch als Zuschauer rauszufinden und vielleicht auch so blöd es klingt, es klingt teilweise wirklich extrem absurd, aber dass man wirklich versucht, auch indem man sich damit beschäftigt, indem man vielleicht rausfindet, irgendwie, ja, der könnte ja irgendwie Teil der Terroristen sein und das ist jetzt gerade eine Intrige oder so, dass man dann halt versucht weiterzudenken. Und das hört sich jetzt wirklich komplett bescheuert an, aber einfach so nach dem Gedanken, ja, aber wenn ich da schon mal vorandenke oder vorausdenke, dann sind diese Story-Twists, die es eben oft gibt, also diese krassen Story-Änderungen, wo man dann denkt so, WTF, was denn jetzt passiert? Ja, die sind dann eben in dem Sinne weniger dramatisch und man gewöhnt sich einfach eher daran. Aber ja, letztlich ist es eben immer eine Frage, inwieweit einen so eine Serie mitnimmt. Wenn man irgendwie sehr rational da auch oft dran geht, dann ist es auch schwierig. Aber wenn man da so auch mit Emotionen teilweise dabei ist, weil man eben über Jahre diese Charaktere eben jetzt gelernt hat oder es gelernt hat, diese Charaktere auch so ein bisschen zu verstehen, wie die leben, was die ausmacht und eben vielleicht auch, was die Schwächen sind, ja, ist das vielleicht gerade diese Mischung aus diesen Aspekten eben das absolut Großartigste überhaupt. Ja, ich glaube, das reicht. Ich glaube, zur Faszination oder um die Faszination so ein bisschen zu verstehen, reicht es aus. Nochmal ganz kurz als Fazit des ersten Teils.
Ja, also Homeland macht einfach meiner Meinung nach aus, dass diese Frage irgendwie in der ersten Staffel oder auch in den späteren Staffeln irgendwie, ja, wo fängt vielleicht Terrorismusbekämpfung an und wo hört vielleicht selbst Terrorismus aus, auf? Also zum Beispiel, wenn man eine Szene hat, dass die CIA foltert und jetzt nicht foltert irgendwie, wie man das jetzt so kennt, wie es in der im Mittelalter der Fall war, sondern Folter wie zum Beispiel Waterboarding oder dass man einen möglichen Terroristen oder zumindest ja, einen Verdächtigen, dass man den damit quält, dass man so unfassbar harte Heavy-Metal-Musik laufen hat mit unfassbar starker Lautstärke und das irgendwie immer wieder im Sekundentakt und dann immer wieder unterbricht und wieder neu und kein Licht anhat. Also das ist einfach alles, was auf die Psyche geht. Und wenn man solche Situationen sieht, wenn man solche Bilder sieht, da ist eben auch die Frage, und da ist gerade Homeland sehr stark, ist das nur Terrorismusbekämpfung oder ist das selbst schon Terrorismus, den man einsetzt, um Terrorismus zu bekämpfen? Das heißt, ist das denn letztlich auch vielleicht sogar mit der US-Verfassung, ist das noch im Reinen oder geht das schon zu weit? Oder auch jetzt in der neuesten Staffel die Frage irgendwie, wenn es darum geht, dass Bürger abgehört werden, ist das noch Teil des politischen Systems oder der Rechtsordnung des Landes? Oder gehen sie einfach zu weit, weil sie das Gefühl haben, sie müssen über das, sich in dem Sinne über das Gesetz hinausbegeben? Und 24 hat eben in vielen Dingen genau diese Frage überhaupt nicht gestellt. In vielen Fällen hat 24 einfach immer wieder suggeriert, ja, das ist zwar unsere US-Verfassung, das ist das, worauf unsere Gesellschaft auf fußt und auch all das, was unsere Arbeit ausmacht. Aber nun gut, wenn es nicht anders geht, ja, dann da muss man halt einmal dagegen eben wie über das Gesetz oder über dem Gesetz stehen. Ja, auch so eine Frage wie Eigenjustiz oder nicht Eigenjustiz, wie Selbstjustiz, dass man Menschen umbringt oder dass man dem was antut, eben weil man Rache übt oder so. Auch das, diese Fragen, die 24 dann eben auch in vielen Fällen einfach so gegeben hinnimmt. Auch diese Fragen lässt Homeland einfach stehen. Man muss sich einfach selbst damit auseinandersetzen. Und in vielen Fällen, wenn ich mir so die Serie anschaue, dann erinnere ich mich so an Filme wie, ja, welcher Film wären, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß. Aber es ging halt, ich glaube, es ging um ja auch den Irak-Einsatz der US-Soldaten, meiner Meinung nach. Und da ging es auch um eher so ethische Fragen. Und Homeland versucht halt in diese Richtung zu gehen. Ich glaube nicht, dass Homeland einfach sich rausnimmt, hier eine Beurteilung oder ein Urteil fällen zu wollen. Also wirklich so nach dem Motto so, ja, wir zeigen das hier, aber in Wirklichkeit moralisch sehen wir das jetzt komplett verwerflich. Sondern ich glaube einfach, sie wollen, dass es offen steht, dass diese Frage einfach weiter im Raum bleibt und sie wollen einfach etwas aufzeigen, was es wirklich im Moment, just in diesem Moment so geben könnte, vielleicht sogar auch gibt. Ich meine, es ist keine Überraschung, dass zum Beispiel Karen Matheson eben, um sich auf die Rolle vorzubereiten, eben auch mit CIA-Agenten oder so sich ausgetauscht hat. Das heißt, vieles davon kann zu 100% oder sagen wir mal zu 99% so vorkommen. Nur das Setting und wie das Ganze eben letztlich irgendwie zusammenhängt, das ist eben das, was die Serie dann eben, was dann eben dann das Storytelling ausmacht oder zumindest was dann das Drehbuch dann letztlich ausmacht. Aber gut, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich gucke mal ganz kurz, das waren jetzt bestimmt 40 Minuten, okay? Dann können wir jetzt noch 20 Minuten oder, ja, nicht 20 Minuten, ein paar Minuten noch über die fünfte Staffel sprechen. Das heißt, ab hier wirklich Spoiler Alert. Passt auf, ab hier kommen Spoiler. Ich habe bis jetzt nicht einmal gespoilert, ich habe nur bestimmte Dinge angesprochen, aber ohne dass man das irgendwie aus dem, ohne dass man den Zusammenhang halt kennt. Also das war bis jetzt kein Spoiler in keiner Weise. Aber kommen wir jetzt zur fünften Staffel. Ab jetzt also Spoiler Alert. Unbedingt abschalten, falls man diese fünfte Staffel noch nicht gesehen hat. Wenn man sie gesehen hat, ist natürlich super. Oder wenn man sich gerade genauso wie ich sieht und sich jetzt halt auf 23 Uhr heute Abend freut, weil dann geht es ja weiter. Ja, die Frage ist eben, was macht denn Staffel 5 so gut? Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, Staffel 1 war meiner Meinung nach
echt gut. Aber man hat ja rausbekommen, irgendwie in den nächsten Folgen, dass dann, nächsten Staffeln vor allem, Nicholas Brody ist dann ja im Iran halt gehängt worden. Das heißt, der ist tot, der kommt nicht wieder. Das heißt, die vielleicht vermeintlich, ich habe halt immer gedacht, er wäre halt die Hauptfigur und Carrie Mathison ist in dem Sinne eher so eine Nebendarstellerin, die halt immer mehr dann zu einer Hauptdarstellerin wird. Oder sich immer mehr zu einer zweiten Hauptdarstellerin in dem Sinne, ja, immer mehr die Stufe in dem Sinne ansteigt oder ansteigen kann. Und man hat ja gemerkt, eben im Laufe der anderen Staffel, nein, Homeland dreht sich um Carrie Mathison. Und das ist in dem Sinne die Hauptperson. So, und Staffel 5, wenn man sich an das Ende der vierten Staffel erinnert, war ja, da ging es ja darum, dass Carrie Mathison dann rausgefunden hat, dass die CIA dann eben mit Abu Nazir dann doch irgendwie nicht zusammengearbeitet hat, aber dass sie es zumindest irgendwie alles so ein bisschen geduldet haben, weil es eben letztlich, weil Terrorismusbekämpfung eben auch bedeutet, dass man bestimmte Dinge eben auch so hinnehmen kann. Die US-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika können eben letztlich dann eben dann doch nicht die ganze Welt regieren, auch wenn sie das gerne wollen. Und auch den Nahen Osten bedeutet nicht der Nahe Osten gleich USA. Diese Gleichstellung oder dieses Gleichsetzen ist in dem Sinne nicht gegeben. Und ja, das hat dann Carrie Mathison in den letzten Folgen der vierten Staffel ja zu spüren bekommen. Und spätestens dann war sie auch so verletzt im Hinblick auf ihren, ja, ich sag mal, guten Freund Saul Berenson. Und man hat dann eben sehr schnell rausbekommen, dass sie dann nach Deutschland gezogen ist. Moment bitte. Ja, und in Deutschland hat sie in dem Sinne jetzt ein neues Leben angefangen. Und so beginnt die Serie oder die neue Serienerweiterung, wenn man so möchte, also die neue Staffel. Und diesmal geht es halt wirklich um die BRD und um Berlin. Berlin ist der Hauptschauplatz. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil. Also als Deutscher hat man natürlich dann noch eine geringere Distanz. Auch hier sind wir wieder bei der Frage Distanz oder wo hier die Grenze gezogen wird. Das heißt, man kennt das eben noch mehr, auch gerade das Thema ja, internationaler Terrorismus, beziehungsweise in dem Fall hier der Syrien-Konflikt, das heißt Assad-Regime, dann der sogenannte Islamische Staat, dann die Frage der Taliban, dann die Hisbollah im Zusammenhang mit Syrien oder mit dem Flüchtlingscamp am Anfang der ersten Folge, oder ersten zwei Folgen, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall am Anfang der fünften Staffel. Naja, und dann hat man halt schnell rausgekommen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Denn es ging halt nicht nur darum, dass ein paar Hacker an Dateien gekommen sind. Das wäre ja schon schlimm genug gewesen, denn, sondern in diesen Dateien, und man weiß ja bis heute nicht, was, steht irgendwas, was Carrie Mathison zum Beispiel nicht rausfinden darf. So. Und diese Intrige ist eben dann so weit gegangen, dass die CIA-Chefin in Berlin, die ja, glaube ich, auch Carrie Mathison auch schon seit Jahren irgendwie kennt, die arbeitet für die Russen. Ob das jetzt wirklich die russische Regierung ist oder ob das ein russische Intrige ist, das heißt, dass die russische Regierung da gar nichts von weiß, das heißt, der Kreml hat da keine Ahnung von, oder ob das irgendwelche Separatisten sind, ob das vielleicht sogar Tschetschenen sind, das weiß man irgendwie noch nicht. Das wird man aber wohl bald erfahren. Auf jeden Fall steht in diesen Dateien, die Hacker irgendwie durch Zufall bekommen haben, steht vieles drin. Und diese Intrige, ja, die verändert jetzt gerade die Beziehung zwischen Saul und dieser CIA-Agentin. Das heißt, Saul sollte dann eben wie, ja, dafür dann eben zur Rechenschaft gezogen werden, oder zumindest er sollte als Maulwurf deklariert werden und auch seine freundschaftliche Beziehung zu einem der Israel-Diplomaten, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist der Botschafter Israels in Deutschland, genau, habe ich es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, diese Beziehung sollte in dem Sinne halt rausgestellt werden und der Verdacht sollte jetzt auf Saul Berenson ja, gerichtet werden. So. Und die CIA-Agentin im Zusammenhang halt mit diesem russischen, ja, soll man das sagen? Vielleicht ist auch russische Mafia, das kann man irgendwie alles noch nicht sagen. Auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach nur in Anführungsstrichen, in Verbindung mit den Russen, die hat ja eben auch Carrie Mathison dann eben auf die Todesliste gesetzt. Und sie hat
das allerdings so gesetzt, dass auch hier wieder der Eindruck erstellt wird, und das habe ich zwar von Anfang an nicht geglaubt, aber es hätte ja sein können, dass halt Saul jetzt komplett am Rad dreht und auch deswegen Carrie tot sehen möchte. Naja, auf jeden Fall, man weiß es nicht genau, worum es letztlich geht. Carrie Mathison hat ihr sehr neues Leben. Sie hat ja eine Tochter, noch von Nicholas Brolly damals, auch wenn der ja gestorben ist. Und mit ihrem neuen Freund, ihrem neuen Lebensgefährten, lebt sie ja dann eigentlich sehr angenehm in Berlin. Und auf einmal wird ihr gesamtes, schönes, ja, wie soll man sagen, ihre neue Welt, die sie sich irgendwie geschaffen hat, oder zumindest den Versuch unternommen hat, diese neue Welt zu schaffen. Diese neue Welt wird eben komplett aus den Fugen halt gerissen. Das heißt, sie ist jetzt wieder auf einmal wieder Teil ihres früheren Lebens, auch wenn sie das nicht wollte, aber es ist nun mal so. Und auch hier muss sie jetzt wieder entscheiden, wie weit sie eben gehen darf. Und in der letzten Folge war es so, in der sechsten Folge, dass sie gemerkt hat, irgendwie Peter Quinn, der sie ja auch geliebt hat oder wahrscheinlich immer noch liebt, und sie hätten ja wahrscheinlich auch ein Verhältnis angefangen, wenn halt Carrie einfach auch dazu in der Lage gewesen wäre, Ende der vierten Staffel. Ja, der wäre fast gestorben oder hätte vielleicht sogar sein Leben geopfert, nur damit Carrie Mathison nicht irgendwie wieder in die, ja, wieder gefährdet wird. Das heißt, er ist extra nicht in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil er Angst hatte, dass dann rauskommt, wo Carrie Mathison jetzt ist. Und dass dann eben Carrie Mathison umgebracht wird. Und auch hier sieht man wieder diese sehr, ja, diese sehr starken Entscheidungen. Dieses irgendwie am Ende, wenn es drauf ankommt, ist das eigene Leben vielleicht sogar nicht so lebenswert. Da versucht man lieber andere Menschen, die man liebt oder denen man sehr, sehr nahe ist, eben zu schützen. Naja, auf jeden Fall, der ist ja jetzt dann von einem, auch hier wieder ein sehr schöner Aspekt von einem, wo man erst denkt, von einem Terroristen irgendwie aufgegabelt geworden oder aufgegabelt worden. Und der hat ihn dann ja auch medizinisch versorgt, aber er hat sich immer herausgestellt, dass das in dem früherer irakischer Arzt ist und dessen Frau ist ja auch gestorben. Ich glaube sogar durch einen US-Drohnenangriff. Und der müsste ja also eigentlich einen Wahnsinnshass auf den Peter Quinn haben, gerade weil er ja auch rausgehört hat, dass Peter Quinn auch Teil dieses Systems ist, also Teil der US-Außenpolitik oder der US-Geheimdienstpolitik. Und trotzdem hat er ihn behandelt. Da bin ich eben sehr gespannt, wie es eben da weitergeht. Letztlich zeigt die Staffel aber, da muss man auf jeden Fall auf den Nenner, glaube ich, sollte man kommen. Sie zeigt wieder auf, wie sehr es diese Protagonisten oder diese Nebendarsteller und kommenden vielleicht sogar Hauptdarsteller, man weiß ja gar nicht, wie sich das in der nächsten Staffel dann entwickelt. Die soll dann wohl wieder in New York spielen, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall werden die halt immer mehr involviert und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass noch irgendwas Dramatisches passiert. Und ganz interessant, ich glaube von der ersten Folge an, und mal gucken, ob ich recht habe, dass der Düring, derjenige der ja diese Stiftung gegründet hat und Carrie Mathison ist ja ja, Sicherheitsbeauftragte dieser Stiftung. Und sie soll ihn dann ja auch letztlich schützen in dem Flüchtlingscamp. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass der falsch spielt. Mich würde es nicht wundern, wenn rauskommt am Ende, dass erstens. Ja, schwierig. Aber mich würde es nicht wundern, wenn rauskommt, dass der Düring irgendwie falsch spielt. Und dass der Düring vielleicht auch versucht hat, indem er sie dann irgendwie engagiert, ja, bestimmte Dinge aus der CIA eben rauszubekommen. Oder ganz einfach, ich vertraue dem Mann einfach nicht. Ich glaube einfach, dass am Ende rauskommt, dass es dann der große, große Story-Twist, dass es dann einer der Anführungsstrichen Bösen, wobei ja auch hier zwischen Gut und Böse bei Homeland ja nie so wirklich unterschieden wird. Also ein dualistisches Weltbild gibt es Gott sei Dank in dieser Serie nicht. Das macht sie auch so großartig. Von daher, dem traue ich nicht. Da würde mich nicht wundern, wenn da irgendwas Schlimmes passiert. Und wir müssen halt sehen, heute Abend oder in den nächsten Folgen dann, es sind ja jetzt leider nur noch, jetzt sind es noch 5 Folgen bis zum Staffelfinale. Oder
einschließlich Staffelfinale. Wir müssen einfach sehen, wie es halt dann ausgeht. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die Serie oder diese Staffel vor allem, dass es da weitaus mehr geht als nur um ein paar Hacker, die an irgendwelche Dateien gekommen sind. Diese Intrige, dass ja eben auch ein möglicher Putsch gegen das Assad-Regime, dass der im Keim erstickt worden ist, weil die CIA-Agentin in dem Sinne falsch spielt. Ich glaube, dass das eben noch ganz andere Auswirkungen haben könnte. Und die Frage hier mit Syrien und auch Islamischer Staat, sogenannter Islamischer Staat, ich glaube, die wird halt noch zunehmen. Aber ja, wir werden es sehen. Ich kann nur sagen, bis jetzt, also die ersten 6 Folgen waren einfach nur überragend. Also wirklich richtig, richtig stark. Und ich versuche morgen Vormittag oder Nachmittag, auf jeden Fall morgen, noch schnell wieder so einen Story, ja, wie soll man das sagen, so einen Spoiler-Blog zu schreiben, also stichwortartig meine Gedanken zu den Folgen von heute aufzuschreiben. Ich kann nur jedem empfehlen, unbedingt die 5. Staffel weiterzugucken, selbst wenn man vielleicht, warum auch immer, irgendwie nicht so fasziniert ist wie ich. Ich glaube, dass sie halt am Ende sogar noch stärker wird als viele Staffeln zuvor zusammen. Und ja, ich bin echt gespannt. Also ich werde, im Moment bin ich noch so relativ relaxed, aber wenn die Serie halt wieder anfängt, ab 23:05 Uhr oder so, dann bin ich wieder komplett drin und ja, hört sich jetzt richtig bescheuert an, so als letzter Satz vielleicht, aber ich bin dann auch teilweise froh, dass es dann Werbung gibt, weil man dann so für einen Moment wieder rausgerissen wird, weil man einfach sonst wirklich sehr, sehr Teil dieses Geschehens ist. Und auch hier wäre die Frage, im Hinblick auf Virtual Reality oder eben an sich die Frage, ob das denn letztlich eben das Beste ist, ob vielleicht diese Distanz, die immer wieder, zumindest aus meiner Sicht, immer geringer wird, ob man die vielleicht teilweise dann einfach braucht, um auch eben auch so ein bisschen rationaler das Ganze eben auch verstehen zu können. Wird man sehen. Letztlich, das ist jetzt hier das Fazit des Ganzen. Das ist jetzt auch wieder kein Spoiler. Das werde ich auch extra so markieren, dass sich Leute das in dem Sinne anhören können, ohne dass sie gespoilert werden. Letztlich bleibe ich dabei, Homeland ist für mich die perfekte Serie oder die beste Serie aller Zeiten, weil sie einfach das macht, so viel besser macht, was gerade 24 eben nicht geschafft hat. Sie spielt kein Richter, sie zeigt auf und sie hat einfach verschiedene Blickwinkel. Und diese Blickwinkel, die ermöglichen dem Zuschauer, und gerade wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie auch ein bisschen anderes Verständnis über die Nahostpolitik der USA. Und gerade das ist etwas, was man auch in der heutigen Zeit sein sollte. Denn letztlich bleibe ich dabei, die USA machen vieles richtig und vieles falsch. Allerdings ist die US-Außenpolitik im Hinblick auf den Nahen Osten seit Jahrzehnten extrem wichtig gewesen und auch weiterhin wichtig. Und auch die Geheimdienste spielen eben hier eine ganz, ganz große Rolle. Die Frage ist halt nur, die sich da ergibt. Zum Beispiel nach dem 11. September. Ist denn dieser War on Terrorism, den George W. Bush damals ausgerufen hat, ist der letztlich wirklich das richtige Mittel zur Terrorismusbekämpfung? Also nach dem Motto, auch jetzt hier, ich möchte jetzt keine Politik ansprechen, das kann man auf meinem zweiten Blog lesen, tobiasbütter.eu. Da cover ich im Moment oder ich live-blogge die Vorwahlen in den USA. Aber mögliche neue US-Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten, wenn man darüber nachdenkt, wenn man jetzt Homeland, wenn man vielleicht alle Folgen bis jetzt gesehen hat, wenn man das in Beziehung zu dem jetzigen, zu der jetzigen US-Außenpolitik im Nahen Osten oder auch der möglichen Zukunft der Außenpolitik im Nahen Osten, wenn man das in dem Sinne mit einfließen lässt, ich glaube, dann bekommt man so ein bisschen andere Sichtweise. Und das ist etwas, was gerade eine US-Serie leisten sollte und eben auch leisten, zu leisten imstande ist, wenn man eben von Homeland spricht. Von daher noch einmal der allerletzte Satz jetzt, dann bin ich auch wirklich fertig mit meinem Podcast. Ich kann nur sagen, schaut euch diese Serie an. Es lohnt sich. Gebt der Serie einfach eine Chance. Und wer nach der ersten Staffel noch nicht gehypt ist, spätestens nach der zweiten Staffel seid ihr gehypt und ab der dritten, vierten Staffel
allerspätestens nach der fünften Staffel seid ihr so involviert in die Serie, wenn ihr euch dem auch so ein bisschen hingebt oder hingeben wollt, dass ihr sagen werdet, Tobi, der Typ, der quasselt ja wirklich viel, wenn der Tag lang ist, aber am Ende hat vielleicht dann doch ein bisschen was gestimmt, was er gesagt hat. Von daher, gebt dem eine Chance und probiert es einfach aus. Diese Serie ist es wert. Für mich die beste Serie, die ich je erlebt habe. Und ich kann nur wieder sagen, ich freue mich so unfassbar auf heute Abend. Denn die nächsten zwei Folgen, die werden wahrscheinlich noch besser als alles zuvor. Und dass sich diese Serie so weiterentwickeln kann über Jahre, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, ja, aber irgendwo muss ja jetzt hier eine Grenze sein. Das ist meiner Meinung nach mit die allergrößte Stärke der Serie. Ich sehe für diese Serie bis jetzt noch lange kein Ende und das ist auch gut so. In diesem Sinne, viel Spaß mit Homeland. Wenn es euch gefällt, guckt auf meinem Blog. Ich schreibe im Moment was zu Staffel 5. Ich werde sicherlich noch ein Fazit zu Staffel 5 an sich schreiben. Im Moment fast jeden, ich versuche jeden Montag so ein Spoiler Blog halt zu schreiben, einfach ein bisschen die Folgen am Tag davor nochmal Revue passieren zu lassen und gebt dem Ganzen einfach eine Chance. Ich sage es euch, ihr werdet es nicht bereuen. Glaubt es mir. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Tobi Quasselt. Das ist dann schon Tobi Quasselt 13, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es ist dann schon Tobi Quasselt 13 und es kann gut sein, dass Tobi Quasselt 13 dann wieder mit mehreren Leuten ist. Das war jetzt wieder Tobi Quasselt alleine, wenn man so möchte. Und ja. Ich bin raus, ich freue mich auf heute Abend, also macht's gut und tschüss.